glaube, Tomatolix habe ich mehr Bock drauf gerade. Ein Tag im Gefängnis, so ist es wirklich. Ja, das machen wir. Wenn es zu Schulden kommt und du nicht bezahlst, dann gibt es Schlägerei. Das sind alles Menschen, die Straftaten begangen haben. Da ist es dann halt auch einfach mal möglich, dass man Opfer eines Angriffs wird. Gefängnisse sind Orte, mit denen die meisten von uns lieber nichts zu tun haben wollen. Genau. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, üben sie eine ziemliche Faszination auf uns aus. Auch ich frage mich schon lange, was eigentlich genau alles in einem Gefängnis passiert und wie der Alltag da aussieht. Deshalb werde ich heute einen Tag in der JVA Herford verbringen und sowohl Justizvollzugsbeamte bei der Arbeit begleiten, als auch mit Gefangenen sprechen. Ich finde Gefängnisdokumentation aus Deutschland eher Mäustigmeier in den meisten Fällen. Ja klar, wir leben in Deutschland und das sind halt die deutschen Gefängnisse, aber im Vergleich zu anderen Ländern, auch in Europa, hat Deutschland wirklich schon mit die besten Gefängnisse. Also niemand hat Bock im Gefängnis zu sein, das ist klar, aber deutsche Gefängnisse sind nicht wirklich schlimm. Wollen wir es mal so sagen. Jetzt beginnt der Tag. Ich bin gespannt. Guten Morgen, ich bin hier verabredet für einen Dreh. Tomatolix, aber wirklich ein sehr korrekter Typ. Alles klar. Sehr korrekter Typ. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Wir buchen Sie gleich mal hier ein und dann geht es gleich dort an der Tür weiter. Hallo, guten Morgen. Hallo. Dann würde ich dich bitte einmal hinter die Wand, bitte. Wäre auch geil, so ein Livestream aus dem Gefängnis, aus der JVA, Digga. Aber geht natürlich nicht, ne? Auf das Podest, bitte. Stellt euch einfach vor, IRL-Livestream aus dem Gefängnis, Digga. Gefängnis ist Gefängnis, bist auch in Deutschland eingesperrt. Es geht nicht um das Eingesperrtsein, sondern um das, wie bist du eingesperrt. Und das ist ein Unterschied von deiner Gefangenschaft zu dem deutschen Gefängnis oder zu beispielsweise einem Gefängnis in Italien oder Spanien oder Frankreich, whatever. Das ist schon ein Unterschied. Und die Schuhe aus. Dankeschön. Wird denn tatsächlich viel irgendwie ins Gefängnis reingeschmuggelt oder zumindest versucht, was reinzuschmuggeln? Leider ist es so, dass auch in der JVA relativ viel unerlaubte Dinge reinkommen. In erster Linie natürlich Betäubungsmittel. Ja, wir reden nur über Europa, Chat. Südamerika oder allgemein Russland oder Amerika, das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wo wir schon mal so bis an die 30, 40 Gramm THC jetzt in, meistens ist es dann Hasch, ne, also in Harzform, gefunden haben oder auch nicht gefunden haben. Es ist so, dass auch Kleinkinder oder beziehungsweise Säuglinge hier umgewickelt werden müssen vor unseren Augen, da es auch möglich ist, dass in der Windel Gegenstände transportiert werden. Und darum müssen wir traurigerweise die Kinder hier umwickeln. Ja. Wir werden heute viel auf- und zuschließen. Hier kommt man nicht weit ohne Schlüssel. So. Ja. Jetzt bin ich im Gefängnis. So. Es gibt so, Digga, ich glaube, das Schlimmste, was ich mir mal gedacht habe, was beim Drogenschmuggel, was ich gesehen habe, jetzt nicht im Gefängnis, sondern um es über die Grenze zu bekommen, war in den Mägen von Hundebabywelpen. Ich glaube, da wurden die vorher aufgeschnitten, Drogen in die Mägen der Hundebabys, dann wieder zu und über die Grenze. Drogen an für sich und die Beschaffung, aber auch der Handel ist so schrecklich, so facettenreich, so. Verlassen jetzt den sogenannten Flügel und befinden uns jetzt hier Hafthaus Mitte. Das ist hier so der zentrale Punkt, wo sich alle am Tag treffen, die Kolleginnen und Kollegen. Ja, es gibt keine Grenzen, das stimmt ja. Auch die Gefangenen, wenn die zur Arbeit ausrücken. Von hier aus gehen die alle Flügel ab, D, C, A, B und wir sind nachher hinten im E-Flügel. Wie viele Gefangene gibt es hier? Zurzeit haben wir eine Belegung von 200 Gefangenen, von 366 möglichen. Und mit was für Straftaten sitzen die Gefangenen hier so? Alles, vom kleinsten Diebstahl bis hin zum schweren Sexualdelikt oder zum Mord, Gewaltstraftaten. Also es ist genau dasselbe wie bei den Erwachsenen. Viele, auch im Bekanntenkreis, denken immer, hier sitzen die Hühnerdiebe. Aber es sind dieselben Straftaten, nur halt im wesentlich jüngeren Alter ausgeführt. Würdest du denn sagen, hier geht's? Was heißt denn 366 mögliche? Naja, in dem Gefängnis sitzen aktuell 200 Menschen, aber für 366 ist Platz. Harmloser zu als jetzt in der JVA für Erwachsene? Es sind Straftäter, aber man merkt ihnen halt oft das Jugendliche noch an. Das Konfliktpotenzial ist hier aufgrund, ich sag mal, der pubertären oder präpubertären Phase hier ziemlich hoch. Hier geht es oft darum, als Alpha-Tier oder als Stärkerer dazustehen und in dem Alter führt das dann hier häufig zu körperlichen Auseinandersetzungen. No cap, das hast du in jedem Gefängnis, das hat nichts mit einem Jugendgefängnis oder ähnliches zu tun. Dass sich Leute als Alpha-Tiere behaupten wollen, hast du in jedem Gefängnis, das ist nichts Neues. Jetzt sind wir auf meiner Abteilung, das ist eine sozialtherapeutische Abteilung. Aber dann schließen wir mal den Hausarbeiter auf. Nicht erschrecken. Alles
Ja, Sie wissen Bescheid. Wir holen jetzt das Frühstück. Wir werden gleich das Frühstück hier durchpeitschen, weil dann schon die nächsten Abläufe und Durchsagen kommen. Und wenn wir zu langsam sind, muss das ganze Hafthaus auf uns warten. Wir haben ja jetzt gerade 6 Uhr. Warum werden die Gefangenen hier so früh geweckt? Ich meine, also die müssen ja jetzt nicht irgendwo hin, dass sie dringend um 6 Uhr morgens aufstehen müssen, oder? Tatsächlich doch, weil die Gefangenen hier, gerade die Strafgefangenen, im Gegenteil zu den Untersuchungsgefangenen, der Arbeitspflicht unterliegen. Das heißt, die müssen hier arbeiten gehen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, arbeiten zu gehen, auch Ausbildung zu machen. Und darum der frühe Tagesablauf. Ne? Wir stehen jetzt auf, dann gibt es Frühstück und dann wird auch schon zur Arbeit durchgerufen, damit auch die Gefangenen sich an diese Zeiten gewöhnen. So, das dient auch dazu, Vorbereitung für draußen. Ne? Hier. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was würde denn passieren, wenn jemand sagt, nö, ich scheiße drauf, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Geht er dann in Einzelhaft mäßig als Strafe? Kein Essen vielleicht? Ja, genau, bis er tot ist und verhungert. Kommt noch im Video? Ah, okay. Links sammeln sich jetzt die Hausarbeiter gleich von jedem Flügel und dann holen wir gleich die Frühkost. Genau, guten Morgen zusammen. Oh, da kommen gleich noch ein paar dazu. Immer unter Aufsicht natürlich. Gefangene sind hier nie unbeaufsichtigt. Wissen die Gefangenen schon, dass sie rausgehen können und holen dann die Essenswagen. Genau, das sind jetzt die Essenswagen für jeden Flügel. Unser Hausarbeiter schiebt jetzt den Wagen rüber, weil wir hier im E-Flügel sind. Den müssen wir jetzt auch folgen, ne? Weil wir müssen ihn beaufsichtigen. Ja. JV Herford hat eine Bäckerei, wir backen selber hier. Oh, das sieht ja nicht schlecht aus. Was steht jetzt hier heute auf dem Speiseplan? Genau, das sieht aus wie Geflügelfleischwurst und Eier. Mhm. Genau, das ist so typisches Knastfrühstück. Okay, dann fangen wir an. Auf der Abteilung oder auf der Seite ist gerade eins zu beachten. Wir haben hier zwei Gefangene, die hatten vor kurzem eine körperliche Auseinandersetzung. Die dürfen und sollten wir natürlich nicht zusammen aufschließen, weil die würden das dann wahrscheinlich noch vorm Frühstück körperlich klären. Und das wäre natürlich schlecht, wenn hier dann... Yo, Jappis neue Lippen, danke dir nochmal für sehr großzügige 29 gegiftete Subs. Danke dir, mein allerbester Jutster. Sehr korrekt, danke dir. Eine Schlägerei losgeht am frühen Morgen schon. Oh, Herr Frühstück? Ja, los, nicht erschrecken, wir haben Besuch, ne? Kann sein, ja. Ach, haben Sie YouTube auf Haftraum? Da muss ich gleich mal nachgucken, ne? Einmal weiter, bitte. Morgen. Also läuft hier oben tatsächlich nur relativ gesittet ab. Liegt aber halt auch daran, dass das Gefangene sind, die schon etwas länger hier sind. Und auch um die Vorteile hier oben wissen. Darum benehmen die sich ganz gut. Genau, eine Etage haben wir noch. Die andere Seite macht dann der Kollege gleich. Wie ist denn, wenn man Veganer im Knast ist? Achtet man da drauf? Ich gehe mal davon aus, dass wenn du keine tierischen Produkte isst, das im Gefängnis auch berücksichtigt wird, ja? Wieso nehmen die meisten so ein Packen Brot und dann irgendwie so nur ein Stückchen Wurst? Also gibt es nur so ein Stück Wurst pro Person? Genau, das Frühstück fällt. Wieso darf man kein Handy im Knast haben? Erstmal, weil du im Gefängnis bist und die Kommunikation nach außen nur in kontrollierter Art und Weise stattfinden darf. Plus, prinzipiell ist in keinem Gefängnis der Welt, zumindest also mir nicht bekannt, Internet erlaubt, da du ja dann nach außen theoretisch gesehen deine kriminellen Machenschaften weiterführen kannst. Fällt sehr spartanisch aus. Die Gefangenen haben aber eine gewisse Zahl an Kalorien, die denen am Tag quasi zusteht und die bekommen die hier auch, in welcher Form auch immer dann. Ne? Es muss ja allerdings auch dann für weit über 260 Gefangene Frühstück hier morgens verteilt werden, deswegen ist jetzt nicht das Kontinent. Slot the Paar, danke dir für 5 gegiftete Subs. Interkontinental Frühstück, was man sonst so kennt. Jetzt beginnen wir mit dem Arbeitsabschluss. Es wurde gerade die erste Arbeitergruppe ausgerufen. Moin, moin. Digga, irgendwie auch komisch, ne? Du bist da im Gefängnis, wo heranwachsende Erwachsene und Erwachsene sitzen. Und im Hintergrund sind Planet vs. Zombies irgendwelche komischen Comic-Grafiken, Pokémon-Sachen, Digga. Könnte auch irgendwie... Plants vs. Zombies, ist doch scheißegal, Mann. Genau, sind jetzt die Gefangenen der Wäschekammer. Wie der Name schon sagt, die kümmern sich hier um die Gefangenenwäsche. Wie ist das? Muss man hier arbeiten? Ja, die Strafgefangenen unterliegen der Arbeitspflicht. Wer nicht arbeitet, der muss dann halt damit leben, dass er eventuell Haftkosten zahlt. Das kostet ja was hier im Monat. Okay. Verdienen die auch Geld, wenn sie arbeiten gehen? Genau, das ist natürlich nicht das, was man draußen verdient. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Und zwar braucht man natürlich, wenn man in Haft ist, nicht so viel Geld wie draußen. Man hat ja keine Mietkosten und keine Versicherung. Ganz grob ist es zwischen 80 und 145 Euro im Monat. Das bekommt er quasi ausgezahlt auf seinen Hausgeldkonto, damit kann er dann einkaufen, weil ein Teil des verdienten Geldes geht auf das sogenannte Überbrückungsgeld. Das wird angespart, das bekommt er, wenn er entlassen wird. Moin. Ja, reich wärst du da drin oder nicht? Die sind jetzt ausgerückt, haben ihre Anträge und ihre Post
abgegeben und natürlich muss die Post kontrolliert werden. Postkontrolle, ausgehende Post, größtenteils geht es darum, dass eventuell in einem Brief, sagen wir mal sowas wie Fluchtpläne oder Anweisungen, einen ehemaligen Zeugen oder so nochmal anzusprechen oder Druck auszuüben, vielleicht Ankündigungen, Suizid, solche Sachen, das wäre jetzt die ausgehende Postkontrolle und auch ganz einfach mal die Stimmung des Gefangenen aufnehmen, mal gucken, was erzählt er seiner Freundin im Moment so, zeichnet sich da vielleicht irgendwie was ab. Ich lese mir tatsächlich jeden Brief durch. Das wäre schon krass, dass jeder Brief wird gelesen. Jeder Brief wird gelesen. Der Brief ist jetzt noch Anfängerlevel. Wir haben durchaus Gefangene, die zu ihrer Partnerin ein sehr gutes Verhältnis haben. Dann haben wir da mal 8 Seiten doppelseitig. Oh ja, das wäre zum Beispiel so eine Sache, da müsste ich mal genau gucken, was jetzt, warum das in den Briefrand geschrieben ist. Ich weiß es jetzt in dem Fall, weil ich kenne den Gefangenen, der hat sich das so angewöhnt. Aber das wäre so eine Sache, wo man dann mal schaut. Ja, irgendwie natürlich auch scheiße, dass die privaten Dinge, die man schreibt, gelesen werden. Aber es ist auf jeden Fall vonnöten, ne? Trauen müsste oder misstrauisch werden müsste. Was, muss, ja, ja. Was könnte denn das sein, was nicht mit aufs Papier kann? Aber es ist ja schon auch irgendwie ein krass intimer Einblick irgendwie dann, ne? Wenn du so alles, also so die Nachricht an die Freundin oder so liest. Wäre mir schon auch unangenehm so, wenn das dann gelesen wird. So. Ja, tatsächlich ist das aber dann irgendwann dieser Big Brother-Effekt. Je länger die hier sind, desto weniger nehmen die wahr, dass wir das auch lesen. Die wissen das, aber irgendwann, das merkt man dann vielleicht auch mal, wenn die Zeilen an die Freundin eindeutiger werden. Irgendwann interessiert das nicht mehr so doll. Ist aber auch nicht schlimm, ist alles überhaupt kein Problem. Solange da keine Menschen bedroht, beleidigt werden oder Straftaten angedroht werden, ist das vollkommen in Ordnung. Man liest das dann halt und dann ist das auch schon wieder weg. Eingehende Post ist noch ein bisschen interessanter, weil da natürlich auch Versuche geschehen, Dinge in die JVA mit einzubringen. Das kann von SIM-Karten über Kleinstmengen an Betäubungsmitteln gehen. Da reden wir von 0,1, 0,2 Gramm Hasch. Wenn man nicht weiß, wie es riecht und wie es aussieht und wo es sein könnte, schon schwer. Ja, Felix, du hattest ja gefragt, ob ich vielleicht einen Gefangenen finde, der ein bisschen was über seine Geschichte hier erzählen möchte. Mhm. Was soll das denn jetzt? Habe ich auch jemanden gefunden. Was soll die Scheiße jetzt hier? Mahlzeit. Verpiss dich, du Sohn. Wie dreist, einfach mitten in der Arbeitszeit. Was soll das? Tag, was geht? Felix. Freut mich. Wie lange bist du jetzt schon hier in Herford? Jetzt ein Jahr, 2 Tage. Weißt du mal so ganz genau, wie viele Tage du schon hier bist? Am 2. Dezember wurde ich verhaftet. Ah, okay. Letztes Jahr. Und weißt du schon, wie lange du noch hier bleiben musst? Ich habe jetzt noch offen 2, 4. Mhm. Ich habe noch offene Verfahren. Ja. Da kommt noch eine Menge, glaube ich. Wegen was bist du hier? Raub. Wie ist es so, hier im Gefängnis zu sein? Nicht schön, ne? Und was machst du, wenn du dann hier so in deinem Haftraum bist? Briefe schreiben an meine Frau. Ah, okay, du bist verärgert. Ja, bei jedem Besuch wird geweint und so. Das geht auch ein bisschen Kopfschmerzen, macht das. Sonst eigentlich nicht viel, ne? Von morgens bis abends laufen die Leute, ne? Mhm. So Häftlinge, manche, dann schlagen die sich, dann so. Es ist immer was los. Kannst du uns so ein bisschen zeigen, wie so dein Haftraum aussieht? Das ist ein Radio, ne? Ja, ja, alles durchsichtig. Alles durchsichtig, damit man nichts verstecken kann. Schultasche, wir haben hier eine Berufsschule. Ich bin in der Malerei, mache eine Ausbildung. Was sind so die beliebtesten Sender? Was guckst du so? MTV. Wegen Musik so? Ja, weil Musik ist hier verboten. Mhm. Also Deutschrap ist verboten und andere Rap auch. Deutschrap ist... Das war damals, als ich auf Entgiftung war. Ihr müsst euch die Drogenentgiftung vorstellen, so wie ihr das da gerade seht, bloß in abgeschwachter Variante. Aber auch mit Gitter vor den Fenstern, Kontrolle, keine Musik hören. Also kein Deutschrap hören. Der Drogenentzug damals bei mir war ähnlich wie Gefängnis, ja. Aber halt in abgeschwachter Funktion. Aber du konntest da nicht einfach rein und rausgehen. Dein Handy durftest du nicht bei dir haben und, ne? Das ist verboten. Ja. Also gibt es so ein paar Sänger, die sind erlaubt, ne? Kontra K. Aber sowas hört keiner. Okay. Ja. Aber weißt du, warum nicht alles? Wegen Frauenfeindlichkeit, Beleidigung gegen die Justiz. Ja. Ein Beamter hat mir mal eine CD weggenommen. Weil ich habe AK außer Kontrolle gehört, ist ja hier verboten. Und der hat gesagt, ich höre die selber draußen, deswegen weiß er, dass sie hier verboten ist. Hat er mir die CD weggenommen. Fernsehsender. Berlin Tag und Nacht gucke ich neuerdings. Ah, echt? Okay. Ja. Oder Köln. Sowas. Ne? Was würdest du sagen, an was denkt man so am meisten, wenn man hier so eingesperrt ist? Also ich denke an meine Frau am meisten. Ich glaube, die anderen an ihre Familie. So. Und an das Leben draußen. Weil das zieht ja hier an einem vorbei. Der nächste Schritt, der jetzt stattfinden müsste und würde, ist die Haftraumkontrolle. Wir müssen eine gewisse Anzahl an Hafträumen schaffen am Tag, damit wir am Ende des Monats mindestens alle einmal kontrolliert haben, wenn nicht sogar mehrfach. Der Typ ist aber auch eine ganz schöne Kante, Digga. Und wonach suchst du dann genau? Natürlich nach verbotenen Gegenständen, Betäubungsmittel, Mobiltelefon, Stichwaffen. Das ist jetzt ein Haftraum vom Gefangenen, der sehr viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung legt. Ja. Hilft bestimmt im Beruf. Auf jeden Fall, mit dem wird es nicht.
Digga, das ist ein richtiger Brecher, der Typ. Der Gefangene schafft es irgendwie immer an Bonawachs zu kommen. Man kann keinen Schlittschuh fahren, aber sieht fast so aus. Komm mal rein. Ich sehe direkt anscheinend einen Shirin David-Fan, wie man hier... Digga. Will damit leicht begleiten. Stell dir vor, du bist Shirin David und endest am Ende damit, dass du als Verlage im Gefängnis bist, Digga. Oh Gott. Leideten Damen. Ja, das ist wahrscheinlich auch. Katja hängt da auch da. Ariane gerade. Alles, was ein bisschen Haut zeigt, hängt da, Digga. Oh Gott. Naja, warum nicht, ne? Ja, Pubertät geschuldet. Ist aber soweit alles in Ordnung. Ist nichts dabei, was nicht jugendfrei ist. Also so Pornoheftchen, wenn nicht nein, erlaubt? Nein, nein, nein. Hier gibt es natürlich Gefangene, die volljährig sind. Aber auch die haben hier mit Gefangenen zu tun, die nicht volljährig sind. Da müssen wir drauf achten. Und darum gibt es hier maximal, ich sag mal, Playboy-Format. Also nicht zu explizit. Nicht zu explizit, auf gar keinen Fall. Die Jungs... Ach so. Ah, ich verstehe das richtig. Der da sitzt, ist noch minderjährig. Okay. Das müssen ihre Vorstellungen benutzen. Genau, wenn man seine Jugend hier ausleben möchte oder seine Gelüste, das ist auch ganz normal in dem Alter, dann muss man das so tun oder ganz beliebt der Fernsehsender Sport 1. Okay, auch noch aus meiner Jugend. Genau, dann bleiben die halt lange wach. Dementsprechend kommen sie morgens dann auch schwer aus dem Bett. Hast du schon mal jemanden bei der Selbst... Sport 1, Digga, oh Gott. Sexy Sportclips, ja, das gibt's immer noch, ja. DSF damals, ja. War schlimm. Du hast ja einen gehobelt, dann kam Werbung, Bro. Dann kam die Werbung. Und du hast dir gedacht, okay, gut, ich zieh durch, ich bin gleich soweit, ich mach bei Werbung einfach weiter. Und dann kam, oh ja, ruf mich an. Gay Männer aus deiner Umgebung. Und denkst dir, oh Bruder, Krise. Und dann kam danach noch irgendwelche alten Oma-Clips oder, ach Digga, es war wirklich. Also ich sag euch ehrlich, der Domina-Clip, ja. Reife Frauen ab 50 warten auf dich. Oh Gott, Digga. 0805-4646, ja, Digga, oh Mann. Lieber Livestream-Chat, ihr solltet euch wirklich, wirklich, wirklich glücklich schätzen, dass ihr die heutige Möglichkeit habt, auf Pornografie oder Pornos zuzugreifen. Bro, ich war damals so notgeil, dass ich mir auf Teletext verpixelt mir irgendwelche Brüste angeguckt habe und mir darauf einen geschleudert habe. Befriedigung erwischt oder so? Ja. Habe ich. Ist auch nicht so selten hier, besonders wenn man des Abends dann mal schaut. Ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches für uns. Wir machen das jetzt mal beispielhaft. Ansonsten ja. Würden wir uns den Haftraum hier vernünftig kontrollieren. Ich muss aber ganz kurz die Schere heben. Shirin David hängt da jetzt wohl anscheinend doch nicht als Vorlage zur Selbstbefriedigung, sondern ich hatte das eben nicht verstanden, dass das eine Zelle ist von einem Minderjährigen. Kann natürlich trotzdem sein, dass er sich da vorstellt, aber ja. Ist ja auch nicht schlimm. Bräuchte ich mehrere Stunden. Wir machen natürlich dann Schwerpunktkontrollen, kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, damit wir nicht immer alles kontrollieren müssen. Solche Sachen wie Gitter, Türen, Tore, Decken, Wände, Boden, Tür kontrollieren wir immer. Sind wir im Gefängnis so, weil es ist wichtig, dass die Tür ist, wichtig ist wichtig, dass das Fenster da ist und die Gitter. Hier kann man einfach nur gucken, sitzen die noch fest in der Wand? Ja. Genau, dann kommt die Feinvergitterung. Ah, sehr gut. Ein Pendel. Ganz beliebtes Versteckschuhe. So, und hiermit würde dann durch dieses Loch hier und mit Hilfe des Windes oder von Fäden das Pendel zum anderen Haftraum gespannt werden. Das ist übrigens für den Gefangenen jetzt nicht so gut. Da spreche ich aber später mit ihm drüber. Okay, also das ist jetzt schon ein Anzeichen dafür, dass er hier schon mal ja, das ein bisschen rumpendelt. Ja, das ist sein Pendel. Der weiß aber, dass das hier nicht erlaubt und nicht erwünscht ist. Oh, noch was. Ja, ne? Doppelt hält besser. Genau, das wäre jetzt schon mal so ein erster Anhaltspunkt. Das ist jetzt nichts Hochkriminelles, aber das ist was auf jeden Fall ein erzieherisches Gespräch mit sich führt oder eventuell auch eine erzieherische Maßnahme, je nachdem, wie oft das schon vorgekommen ist. Also du weißt jetzt ja schon, dass der hier rumpendelt, genau, sich austauscht mit anderen. Also 99% geht es um Tabak. Mhm. Der Gefangene hat viel Tabak, das weiß ich, also wird er wahrscheinlich was abgeben. Muss man da mal schauen, ist jetzt wie gesagt nur nichts Schweres, ist so eine Kleinigkeit. Da kann ich mit ihm drüber sprechen, ein, zwei Mal und dann würde ich irgendwann mal sagen, okay, ich nehme mal dein Fernsehgerät jetzt für 3 Tage mit, denk mal drüber nach. Also ich könnte jetzt hier unendlich suchen. Ein ganz plumpes Ding ist so unter der Matratze. Ja, da haben wir jetzt nichts. Oder unterm Bett. Wir gucken hinter den Postern, gibt es vielleicht Löcher in der Wand von den Kleidungsstücken. Ja, also man sieht... Also es ist schon interessant, sich anzugucken. Minderjährig und Tabak, ja, anscheinend ist es da doch nicht von einem Minderjährigen. Und Shirin hilft da doch als Vorlage. Es ist interessant zu gucken, aber wenn ich Fernsehen gucke... Wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich am liebsten Knastdokumentation und ich bleibe dabei. Niemand möchte gerne eingesperrt sein, egal für was seine Straftat ist. Aber deutsche Gefängnisse sind Luxus. Menschen
die arbeiten jeden 50 Stunden die Woche, haben manchmal weniger im Leben als die Menschen, die dort im Gefängnis sind. Das muss man einfach fairerweise so sagen, Digga. Wir haben da draußen viele ältere Menschen, die am Ende des Tages weniger zu essen in ihrem Magen haben als die Leute dort im Gefängnis. Klar, die sind eingesperrt, aber deutsche Gefängnisse sind weit weg von schrecklich oder einen Ort, wo du irgendwie in Hardcore, Depri, also das kann das auch noch, natürlich kann das passieren, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Deutsche Gefängnisse sind nicht schlimm im Gefängnis-Ranking der Welt oder in Europa. Möglichkeiten gibt's viele, etliche Hygieneprodukte, Rasierpinsel. Sylo, 1, 2, 3 Stück, aber benutze ich gar nicht. Ein ganz beliebtes Versteck, ne? Mhm. Ja, und so könnten wir jetzt weitermachen. Sämtliche Einrichtungsgegenstände. Alles, was auf dem Regal steht, die Schuhe im Regal, im Müll werden gerne Dinge versteckt. Ja, Felix, dann würde ich dir jetzt mal so ein paar Fundstücke zeigen, die wir bereitgestellt haben, damit du mal siehst, was in so einer JVA alles gebaut und eingebracht wird. Teilweise auch gefährliche Gegenstände. Erfindungsreichtum und Kreativität gibt es hier tatsächlich viel, was das angeht. Leider in die falsche Richtung. Was brauchst du? Darf es ein Handy sein? Für Gefängnisse ganz beliebt, Mini-Handy, das ist ein echte Telefone, die passen natürlich wunderbar in jedes Versteck. Ja, und die werden für was genau benutzt? Entweder um mit Angehörigen zu kommunizieren oder mit Freunden oder auch um seine Geschäfte weiter zu betreiben, drin sowie draußen. Bestellung. Prinzipiell kann ich das, glaube ich, niemandem im Gefängnis verübeln, der selber oder über jemand anderen ein Handy im Arschloch versucht reinzuschmuggeln, um abends seinen Kindern oder seiner Frau oder seinen Eltern zu sagen, dass sie die lieben. Klar, es ist illegal und mit Sicherheit werden auch über solche Handys böse Dinge gemacht, aber man kann es nicht verübeln, dass Menschen das Bedürfnis haben, mit den Liebsten täglich oder alle paar Tage zu telefonieren oder regelmäßig, bla 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 bla, ne? Von Betäubungsmitteln, Weitergabe von Informationen, all solche Sachen. Vielleicht Informationen, die man über Bedienstete gewonnen hat, weitergeben. Habt ihr auch schon mal Smartphones gefunden? Ja, gibt's auch. Weil es gibt ja tatsächlich sogar irgendwelche TikTok-Accounts, wo Leute aus dem Knast irgendwelche TikToks machen. Genau, die haben es dann irgendwie geschafft, hier tatsächlich ein richtiges Smartphone einzubringen. Ist natürlich noch interessanter, aufgrund von Videotelefonie, dann soziale Netzwerke besuchen. Oder einfach mal mutig sein und einen Livestream aus dem Haftraum. Auch schon mal hier passiert? Ja, ist hier auch schon passiert. Sind natürlich schwieriger zu verstecken, aber haben wir hier auch. Und es gibt. Stell dir einfach vor, du bist im Knast und machst einen TikTok-Livestream, Digga. Holy shit, wie dämlich ist das bitteschön? Digga. Glaube ich auch keine JVA, egal wie hoch die Sicherheitsstufe ist, wo nicht irgendwas eingebracht wird. Ja, das ist jetzt so ein klassisches Teil. Ich glaube, das habe ich sogar mal gefunden vor langer, langer Zeit in der Tischlerei. Ja, ein Stück Holz angespitzt. Du möchtest jetzt nicht, dass ich dein Fernsehgerät aus dem Haftraum nehme und dann könntest du mich damit begrüßen. Aber das Ding, damit kannst du jemanden aufspießen. Klingt ja schon so, als könnte der Job auch gefährlich werden. Der Job kann gefährlich sein, genau. Man arbeitet in einem Gefängnis, das sind alles Menschen, die Straftaten begangen haben, wo die Hemmungen ein bisschen niedriger sind als bei Menschen, die nicht inhaftiert sind. Da ist es dann halt auch einfach mal möglich, dass man Opfer eines Angriffs wird. Was passiert, wenn ihr jetzt irgendwie Drogen oder eine Waffe oder ein Handy findet? Gefangene würde dann ein sogenanntes Disziplinarverfahren eingeleitet bekommen, gleicht einer Strafanzeige draußen. Wenn es jetzt um Betäubungsmittel geht, je nach Menge, wird dann natürlich auch eine Anzeige gestellt. Das geht dann zum Gericht und dann wird vor Gericht entschieden, ob eventuell noch ein bisschen Haft drangehangen wird. Ja. Das kann schon mal Kleinstmengen anfangen. Es kann sein, wenn wir das Vermutung haben, es kommt über einen Besuch, dass er ein Besuchsverbot kriegt. Das sind dann die Mittel, mit denen wir arbeiten können. Bis hin, wenn das nicht mehr aufhört, den auf einer speziellen Abteilung unterzubringen. Die werden da am Ende erstmal isoliert. Genau, du siehst, es ist eine normale Haftraumtür und nochmal eine Stahltür mit Klappe. Durch diese Klappe hätte ich die Möglichkeit, dich dann anzusprechen, dir Essen, Trinken, Medikamente einzureichen, ohne dass ein Kollege noch dabei ist oder eine Kollegin. Wir hatten aber auch schon Gefangene, wo tatsächlich zwei Leute da sein mussten, wenn auch nur schon die Klappe geöffnet wird. Weil auch da dann Angriffsversuche oder vielleicht welcher Urin entgegenkommt oder sonstige Dinge, kann alles passieren. So sieht das dann aus. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als der Haftraum, den wir vorher gesehen haben. Ist halt aufs Minimalistische reduziert und auch so eingerichtet, dass sich der Häftling nicht selber verletzen kann, ne? Du jetzt diesen Haftraum hier beziehen würdest, dann würde ich dich bitten, dich komplett zu entkleiden, weil hier gibt es nur Papierkleidung. Ah, okay. Warum? Weil natürlich mit normaler Kleidung, wenn der Gefangene, sagen wir mal, selbst oder eigengefährdet ist, mit der normalen Kleidung sich natürlich Gegenstände gebaut werden könnten, die dazu dienen, sich selber zu verletzen. Eine Schlaufe, eine Schlinge oder ähnliches, genau. Und auch zur einfachen Durchsuchung. Und auch hier so eine Gummimatratze. Genau, die man schnell abwischen kann.
falls mal irgendeine Art von Körperflüssigkeiten sich dort ansammelt. Ja, es gibt Gefangene, die demonstrativ dann mit ihren Fäkalien uns zeigen wollen, dass sie mit der Maßnahme nicht zufrieden sind. Und da muss man dann schauen, wie man damit umgeht. Hochgradig widerlich, wenn ich mir einfach vorstelle, dass mir ein Häftling oder ein Mensch an für sich seine Scheiße ins Gesicht schmeißt, Digga. Boah, da wäre ich wortwörtlich angepisst, ja. Wenn das immer noch nicht reicht, dann gibt es halt noch den sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Das ist ein Raum, wo noch mal noch weniger Ausstattung ist. Man hat eine Toilettenmöglichkeit da und eine Gummimatte und das war's. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit noch einem Gefangenen zu sprechen, diesmal draußen. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich bin jetzt schon seit einem Jahr hier. Warum bist du in den Knast gekommen? Ich habe mit 17 einen besonders schweren Raubüberfall gemacht, mit besonders schwerer Körperverletzung. Wir haben einen Tresor geklaut aus einem Haus. Ich habe einen Menschen verletzt. Wie ist das so für dich im Gefängnis? Wenn man nicht ein ruhiger Mensch ist und eine ruhige Seele hat, dann rastet man aus. Und ich erlebe das hier schon voll oft, dass Leute ausrasten, dass Leute ihre ganze Zelle kaputt machen. Das ist halt schwer, ne, hier manchmal. Das ist diese Einsamkeit. Man ist frustriert. Ja, das baut sich halt immer mehr auf und Frust baut sich auch immer mehr auf und so. Und das ist eigentlich nicht so schön. Was ich mich auch gefragt habe, ist, was macht man denn eigentlich so den ganzen Tag? Also wenn du jetzt so auf deiner Zelle sitzt oder so? Man denkt halt viel nach. Man denkt über das nach, was man gemacht hat. Man denkt über Familie nach. Das Allerschlimmste, was einem Häftling passieren kann, ist, dass einer von seiner Familie stirbt. Man kann nichts machen. Und wie ist das sonst so, irgendwie eingesperrt zu sein, so nicht so alle Freiheiten zu haben, nicht hingehen zu können, wo man hin will und so? Das tut weh halt, ne? Du kannst jetzt rausgehen und du kannst dir was bei der Tankstelle holen, du kannst zu deinen Kollegen. Ich kann das nicht. Ich muss warten, bis ich Besuch kriege. Man schätzt hier seinen Besuch sehr. Egal, was für ein Besuch kommt, ob Kollege oder Mutter oder Vater oder Onkel, egal was, man schätzt es sehr. Wie läuft das so ab, so? Also man kann das natürlich nachvollziehen, was er sagt, aber das Mitleid hält sich halt in Grenzen. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion und wenn du erwischt wirst, musst du halt eine Strafe absitzen. Ist halt einfach so. Sowieso, diese ganzen Jungs da draußen machen so viel Quatsch. Jetzt beispielsweise bei ihm, gefährlicher Raub, ich weiß nicht, wie viele Jahre er bekommen hat. Aber muss dir vorstellen, du verletzt einen Menschen, du raubst jemanden aus, gehst dafür mehrere Jahre in den Knast, für 10.000 vielleicht in deine Tasche. Also ich sag nicht, dass er das für mehr Geld mehr rechtfertigen würde, aber versteht ihr, wie ich meine? Und ich sag so, und ich hab's selber nie gemacht, zum schweren Raub gehört schon viel. Guck mal, ich will das nicht schönreden jetzt, ne? Aber ich hab, was ich sehr viel beispielsweise gemacht habe, ist Autos aufschmeißen. Das war natürlich auch nicht in Ordnung. Was ich damit euch nur sagen will, ist, ich habe mir einen Stein genommen oder einen Bushammer, habe die Scheibe eingeschmissen, habe das Auto durchsucht oder gezielt einfach nach einer Handtasche gegriffen oder nach einem Portemonnaie oder nach einem Handy, whatever. Und dann bin ich wieder abgehauen. Natürlich habe ich auch einen Schaden bei den Opfern hinterlassen, den Stress etc. pp. Aber für mich ist das schon noch ein Unterschied, wenn man das macht, auch von der Strafe, die man am Ende bekommt, oder wenn du dazu bereit bist, jemanden wirklich auszurauben, also ihm ins Gesicht zu gucken, ihn zu bedrohen mit einer Waffe und zu sagen, gib mir alles, was du hast, und wenn du das nicht machst, ihn auch noch zu schlagen. Das sind beides Straftaten, versteh mich nicht falsch. Beides ist etwas, was man nicht machen sollte. Aber es gehört viel mehr dazu. Und du müsst, aus meiner Wahrnehmung, musst du auch ein deutlich schlechterer Mensch sein, was das angeht, wenn du bereit bist, jemanden mit einer Waffe, mit einem Messer etc. zu bedrohen, eventuell zu verletzen, um ihn das zu nehmen, was du haben möchtest, oder ob du irgendwie eine Scheibe einschmeißt oder sowas. Hast du meine Strafe bekommen? Nee, Digga. Sagen wir es einfach so, ich habe immer Glück gehabt. Oder war immer zwei Schritte voraus. Ich wurde nie erwischt. Wenn ich jetzt dir einen Einblick in mein Strafregister aus der Zeit gewähren darf, dann sind da Anzeigen wegen Körperverletzung, schwere Körperverletzung, nie immer Körperverletzung. Also ich habe mehrere Anzeigen gehabt wegen Körperverletzung und dann mal kleinere Anzeigen wegen Diebstahl, aber kleine Delikte wie halt, ja, beim Rewe was klauen, whatever. Also ich gebe euch nur mal, mein Straftäterleben lief wie folgt. Nehmt euch da bitte kein Beispiel dran. Ich bin in den Supermarkt gegangen, um etwas zu klauen. Und zwar Tabak in nicht größeren Mengen, aber Tabak im Wert von, sagen wir, 100 Euro, 120 Euro, 130 Euro. Keine Zigarettenschachteln, sondern Tabakbeutel. Bin in den Laden reingegangen, um das zu klauen. Hab mir die Taschen, ich hatte so eine Weste an, hab mir die Innentaschen oder ich weiß nicht mehr, innen oder außen, die Taschen mit Tabakbeuteln vollgemacht. Whatever, ich weiß, Digga, das ist so lange her. 10 Beutel, 12 Beutel, ich weiß es nicht mehr. Dann wollte ich raus aus dem Laden und wollte mir eine Tafel Schokolade kaufen. Eine Nusspaket-Schokolade, weil wenn du etwas klaust, gehst du ja nicht einfach aus der Kasse raus, du kaufst dir eine Kleinigkeit. Habe ich auch in meinem Buch erzählt, die Geschichte. Und dann habe ich die Tafel Schokolade in der Hand und beim Rausgehen denke ich, oh, auf ein Eis hätte ich auch noch Bock. Dann habe ich mich dazu entschlossen, die Tafel Schokolade zu klauen noch und mir das Eis zu kaufen. Dann stand ich an der Kasse und auf einmal sagt die Alte zu mir an der Kasse, yo, ich habe gerade gesehen, was du geklaut hast. Also, sie hatte so einen Stock oder so. Hol das mal raus. Und ich stehe so an der Kasse und denke mir so, okay, was meint sie jetzt?
Also habe ich die Tafel Schokolade, Knusperkeks, Rittersport, 89 Cent, lege ich auf die Kasse. Sie sagt, ey, tut mir leid, du musst mit nach hinten kommen, wir müssen die Polizei rufen. Long story short, sie hat die Polizei gerufen, die Polizei kommt, ich sitze da, immer noch die Taschen voller Tabak. Die Polizei kommt, die Polizei sagt, oh, Herr Eris, Sie müssen sich einmal bitte hinstellen, wir müssen Sie einmal durchsuchen. In dem Moment sagt die Dame, und das ist true story, sagt die Dame, nee, alles gut, ich habe mich schon durchsucht, das war nur die Tafel Schokolade. Die Polizei sagt, okay, gut, alles klar, wir durchsuchen Sie nicht. Ich sitze da die ganze Zeit und weiß gar nicht, was mit mir los ist, meine Taschen immer noch voller Tabak. Die Polizei bringt mich nach Hause, Tabak wird nicht gefunden, ich habe eine Anzeige wegen 89 Cent Rittersport. Hab ein Jahr Hausverbot deswegen. Aber das ursprüngliche Ziel und der hohe Wert in meiner Tasche war noch da, niemand hat ihn gefunden. Und so, also es ist jetzt, wie gesagt, bitte mach keine Straftaten, aber so lief meine kriminelle Laufbahn immer. Ich habe immer Glück gehabt oder habe immer einen Schritt weiter gedacht und ich wurde nie erwischt bei nichts. Ich bin auf Musterung, bei meiner Musterung beklaue ich da die Angestellte, stecke mir ihr Handy ein, ihr Portemonnaie. Am Ende deicht sich die Geschichte so, dass ich behaupte, ich hätte das auf der Toilette gefunden, kriege eine Anzeige wegen unterschlagener Fundleistung und nicht wegen Diebstahl. Das Verfahren wird eingestellt, obwohl ich die Alte da direkt vor Ort beklaut habe. Es ist halt, ich habe so viel Glück gehabt. Ich bin auch, sage ich euch ehrlich, ich bin auch dankbar im Nachhinein. Bitte macht keine Scheiße, macht keine Straftaten. Aber egal, was ich gemacht habe, ich wurde nie erwischt. Und ich bin am Ende des Tages auch unfassbar dankbar dafür, weil ich ansonsten mir einiges mehr verbaut hätte in meinem Leben. Und falls euch das interessiert, was ich alles erlebt habe, hört einfach mein Hörbuch oder liest mein Buch. Da gibt es noch viel, viel mehr Geschichten. Ich habe Taschen im Freibad geklaut im großen Stil, stand sogar in der Zeitung. Wir haben auch Taschen im Freibad geklaut, ja. Zaun aufgeknackst oder rübergesprungen oder andere Leute geschickt, Tasche geklaut, rübergesprungen, abgehauen. Die Leute hatten immer ihre Wertsachen in ihren Taschen im Freibad, ja. War eine wilde Zeit, Digga. Keine gute Zeit im Nachhinein betrachtet natürlich, ne. Mit so anderen Gefangenen? Ja, so, hier gibt es so Rangordnungen. Meine Rangordnung ist so, dass ich mir erstens nichts sagen lasse. Zweitens, die wissen alle Bescheid, dass die mit mir keine Faxen machen sollen. Weil wenn die Bombe platzt, dann platzt die richtig. Und das wissen die. Und bis jetzt, alhamdulillah, ist nichts passiert. Aber es gibt hier auch Gefangene, die machen sich Spielschulden. Es gibt Gefangene, die holen sich Hasch. Und wir reden hier von ein Fizzle für 10 Euro. Und die hören nicht auf, die holen. Und die reiten sich immer mehr in Probleme rein. Die fallen immer weiter in dieses Loch und wenn es zu Schulden kommt und du nicht bezahlst, dann gibt es eine Schlägerei. Ganz schnell in der Freistunde oder in der Dusche oder beim Sport, überall. Egal wo man den Jungen kriegt, werden auch viel Karten gespielt. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch Karten spielt, sich Spielschulden macht und diese Schulden nicht bezahlt, wird das ganz schnell verdoppelt. Genauso wie das Hasch, was man kauft. Das heißt, du hast 50 Euro Hasch von mir gekauft, du hast diesen Monat nicht bezahlt, dann zahlst du nächsten Monat 100. Zahlst du diese 100 nicht, kriegst du Schläge und zahlst du 200. Das verdoppelt sich. Wie kann man irgendwie... Ja, also auch in deutschen Gefängnissen ist es natürlich klar, dass es da Gewalt gibt und so, was er erzählt hat, der redet keine Filme, das ist in deutschen Gefängnissen natürlich so. Aber trotzdem bleibe ich dabei, deutsches Gefängnis immer noch wesentlich entspannter als viele andere. Wie so in der Rangordnung aufsteigen oder wie läuft das? Also wie bist du jetzt irgendwie an eine höhere Position gekommen? Also bei mir, die kennen meine Geschichte. Ja. Die wissen, aus welcher Familie ich komme. Ich bin Clanmitglied. Aber nicht jeder Clanmitglied ist jetzt kriminell. Okay, ich bin jetzt kriminell, ne? Aber es gibt auch viele, die sind nicht kriminell. Die Leute wissen das halt, ne? Mhm. Die Leute wissen, ey, und ich weiß dann, du kommst aus der und der Stadt. Dann kann das ganz schnell passieren, dass du abgefangen wirst an der Pforte, wenn du entlassen wirst, weil ich weiß, wann du entlassen wirst. Das ist schon krass hier, dieser Film, der hier abgeht. Die Rangordnung ist zum Beispiel so, der Niedrigste kommt erst gar nicht in die Freistunde. Die es am meisten schwer haben, sind Vergewaltiger, die Schulden haben, die nicht bezahlen und dafür zinken gehen. Zinken bedeutet ja petzen. Mhm. Und halt so Kinderschänder, ne? Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen darüber geredet, wie so... Muss ich ihm zustimmen, beziehungsweise bin ich sogar pro, was er sagt, dass Vergewaltiger, Kinderschänder im Gefängnis die niedrigste Rangordnung haben und deren Leben zur Hölle wird, finde ich, ich will jetzt nicht sagen gut, aber finde ich gut, finde ich gut, ja. So, das Business so abläuft mit irgendwie ja. Spielschulden, Drogenhandel und so, also wie geht das? Wie das reinkommt, das Hasch? Ja, auch zum Beispiel. Wenn Leute Lockerung haben, dann schieben sie sich das in die Knastbrieftasche, ne? Also in den Arsch, ne? Oder die schlucken das. In die Knastbrieftasche. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Guter Spruch, ja? Die schlucken das. Okay, ja. Die machen zwei Lagen Kondome, ja. Machen daraus einen Ball und schlucken das. Das wird auch ganz gut bei Besuch reingeholt. Dann steckt man das einfach in den Mund. Wenn jetzt ein Beamter kommt und sagt, ey, mach mal deinen Mund auf, darf der nicht sagen. Ich muss nicht meinen Mund aufmachen, weil das eine ärztliche Anordnung ist. Das wissen auch alle Häftlingen. Aber falls es dazu kommt, dann wird ganz schnell gekaut und runtergeschluckt. Weil niemand will sich hier 6 Monate drauf fangen für 2-3 Gramm Hasch oder 6 Gramm Hasch. Deshalb würde ich lieber schlucken, bevor ich das freiwillig rausgebe. Freiwilliges Rausgeben sind 6 Monate oder bis zu 1 Jahr. Knast ist nicht schön. Ist echt bitter hier.
Ja, da hat er recht. Knast ist nicht schön und ist bitter. Egal, wer im Knast ist, er hat dann in den meisten Fällen selber Schuld. Mitleid kriegen die Leute definitiv nicht. Die haben ja selber Schuld, ist ja klar, wie Kloßbrühe. Aber ich glaube, niemand von uns hat Lust, im Gefängnis zu sein, ganz unabhängig davon, ob er dann auch selber schuld ist. Aber niemand möchte im Gefängnis sein. Wie ist das für dich so, dann den ganzen Tag im Gefängnis zu sein? Weil du bist ja dann auch auf irgendeine Art... Auch mal was runtergeschluckt? Nee, Digga. In welcher Situation? Ich war ja nie im Gefängnis. Weil sie eingesperrt. Ja, man gewöhnt sich schnell daran, dass das hier so ein geschlossener Kreislauf ist und nimmt das nachher nicht mehr wahr. Was muss man mitbringen für den Job? Man kann sich hier ab 20 bewerben. Von Vorteil ist es aber schon, wenn man charakterlich gefestigt ist. Wenn man natürlich schon eine Ausbildung hat, ein gewisses Alter, dann kann man hier auch mit den Gefangenen eventuell auch anders umgehen. Wenn man selber noch in einem Alter ist... Was ich machen würde, wenn ich im Knast wäre, ich würde meine Zeit absitzen, Digga. Ich würde es aber genauso machen wie der Kollege da auch. Wenn du dich einmal als Opfer im Gefängnis behandeln lässt, wärst du von jedem als Opfer behandelt, ne? Das heißt, selbst wenn jemand zu mir kommen würde, der größer, stärker und breiter ist, musst du im Gefängnis zuschlagen. Geht nicht anders. Wenn du dich wie ein Opfer verhältst, wirst du wie ein Opfer behandelt und dein Leben wird deutlich unentspannter im Gefängnis, auch in der deutschen Justiz. Aber ich sag ehrlich, ich würde einfach versuchen, mein Ding zu machen, meine Ruhe zu haben. Aber wenn jemand kommt, dann kommt er. Dann muss man auch seinen Mann stehen. Geht nicht anders, ne? Aber das ist jetzt nur hätte Fahrradkette. Ich war noch nie im Gefängnis, Bro. Ich war noch nie im Gefängnis, aber auch nicht vor, ins Gefängnis zu gehen. Mein Leben ist mir zu schön. Ist, wie gesagt, wenn ihr 14 bis 21 ungefähr, manchmal auch 22, dann muss man natürlich auch mehr Energie an den Tag legen, um sich hier durchzusetzen. Die Gefangenen merken einem das Alter ja auch an. Aber das heißt auf jeden Fall, das ist jetzt keine Ausbildung, die man so direkt nach der Schule macht, ne? Wir haben wenige Kollegen, die mit 20 angefangen haben. Das geht auch. In der Regel sind es aber meistens Menschen, die schon ein, zwei Ausbildungen hinter sich haben, schon fest im Leben stehen, Familie haben und vielleicht noch mal was anderes machen möchten. Und der Beamtenstatus ist natürlich super interessant. Was verdient man dann so in dem Job? Als Anwärter in der Schulzeit liegt man auch schon so zwischen 1.600 und 1.700 Euro netto ungefähr. Ist für eine Ausbildung schon nicht schlecht bezahlt. Digga, ich bleib dabei. Ich habe in meiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, und das ist natürlich Ewigkeiten her, in meinem ersten Ausbildungsjahr habe ich 400 Euro bekommen, 420 Euro. Digga, ich wurde richtig gescammt, Alter. Was ich mich auch so gefragt habe, ist, wie hoch ist die Rückfallquote bei Gefängnisinsassen? Also ich kann aus dem Stegreif jetzt keine Prozentzahlen nehmen. Ich kann nur so viel sagen, dass man den einen oder anderen doch zwei- oder dreimal hier wieder sieht. Was glaubst du, woran liegt das? In der Regel kommen die ja eine ganze Menge guter Vorsätze an die Hand. Man sagt aber, an der Außenpforte, also am Tag der Entlassung, bleiben diese guten Vorsätze meistens hängen und dann verfallen die wieder an die alten Muster. Ne? Das fängt mit Arbeit an, keine Tagesstruktur, trotzdem möchte man Geld haben. Und dann besorgt man sich das Geld auf andere Art und Weise. Dann ist man ganz schnell wieder da drin. Dicke Uhren, Autos, so, das sind so die Stichwörter. Aber dass man als normal arbeitender Mensch sich kein C63 AMG mit einer Rolex um Hand leisten kann, kommt meistens hier nicht so an. Und mit diesen Ansprüchen, die haben, kommt dann auch der Weg an schnelles Geld. Und schnelles Geld gibt meistens Ärger. Das war mein Tag im Gefängnis. Ich muss sagen, ich habe heute auf jeden Fall eine Menge spannender Einblicke sammeln können und viel über die Welt des Strafvollzugs gelernt. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. War eine gute Doku. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Einzeldetails, so auch, ne? Einzelne Straftäter, was haben sie genau für eine Straftat gemacht, etc. Aber die Leute müssen halt auch reden wollen. Wenn sie das nicht wollen, kannst du das auch nicht senden. War aber auf jeden Fall ein Clap-Video. Safe.